Songtender mit Clouseau. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Lass uns direkt beginnen mit Musik, okay? Auf jeden Fall. Oh, gut. Lass uns sofort anfangen. Es fängt mit deutscher Musik an. Das magst du. Warum magst du Kraftklub? Es ist ein guter Sound, die Texte sind gut, die Jungs sind sympathisch, machen ihr eigenes Ding, kommen aus dem Osten, super. Alles klar. Warum Patriotismus? Nicht nur, auch. Okay, ich will nicht nach Berlin. Willst du vielleicht auch nicht nach Berlin? ich meine jetzt gerade. Nee, ich will auch nicht nach Berlin. Ich kann den Song durchaus verstehen, weil also ich habe es ein paar Mal probiert. Ich habe auch eine Weile in Berlin ganz kurz gewohnt. Ich musste irgendwann zurück nach Erfurt. Sagen wir es mal so, ich bin nicht gegen Berlin, ich bin für Erfurt. Finde ich geil. Ja. Coco Jumbo. Ja, Coco Jumbo. Es sagt, Mann, darf es auch geben. Es gibt Sachen, die finde ich richtig scheiße, aber Coco Jumbo finde ich jetzt irgendwie. Ist jetzt so ein 90er, ne? Das ist ein 90er, deswegen ist es schon wieder lustig irgendwie gemacht? Ja, Dr. Alban, Ace of Base und den ganzen Kram, irgendwie doch auch lustig. Es gibt 90er-Partys, die gehen ab wie kaum eine Party, weil das so geil trashig ist. Und das Lustige ist, da gab es dann immer diese Techno-Songs wie I Wanna Be a Hippie oder sowas. Mhm. Die waren so schnell, es war unfassbar, überhaupt wie schnell die Songs damals waren. Allerdings, wenn du jetzt mal vergleichst, DJ Bobo ist schneller als jetzt irgendwas von Felix Ehen. Genau, es ging richtig ab irgendwie. Okay, zwei haben wir schon, jetzt kommt Nummer 3. Ganz neu. Def Punk mit Weekend. Ist ein geiler Song. Weekend selber fand ich jetzt immer nicht so. War so ein bisschen. Echt mega der Hype letztes Jahr, ne? Ja, aber vielleicht deswegen. Oder ich weiß nicht. Irgendwas fand ich auch sehr glatt daran. Und selbst der Song ist glatt, aber Def Punk schaffen irgendwie so eine Stimmung. Die schaffen so ein bisschen, ich habe zwar keinen Führerschein, aber möchte am liebsten Auto fahren. Und diese Mucke hören. Das ist eine Coolness da. So, ich fand ja den Feature mit Pharrell damals auch cool. Ich bin ganz großer Nerd-Fan von den alten Nerd-Platten. Und hier auch wieder so ein Feeling drin, wo ich denke, geil. Okay, Song Nummer 4. David Guetta. Ich finde. Erstmal der Song selber, ist ja auch ein Cover, ne? Ja, genau. So, der Song selber erinnert mich schon an Malern oder Zu Hause helfen oder sowas. Irgendwie, weil es ist so ein Radiosong, der irgendwie dudelt und du musst dann irgendwas machen. Irgendwie, so. Irgendwie mich erinnert das an irgendwie so, weiß nicht. Das ist nicht Musik, die man ausgewählt hat. Ich bin zum Beispiel als kleines Kind auf den Hocker gestiegen und habe Tanita Tigaram lauter gemacht. Die fand ich super, aber so eine Mucke geht war dann nicht so meins. So. Und dann David Guetta selber ist einfach. Also in meiner Welt findet David Guetta nicht statt. Gut, dann der nächste. Erkennst du ihn? Ne? Sind die Orsons? Rosa, Blau oder Grün? So heißt der Song. Also ich kann nicht mal sagen, ob ich die scheiße finde oder nicht. Ich habe von den Orsons selber schon gehört, aber ich habe diese Musik selber noch nicht gehört, da sie nicht so hängen geblieben ist bei mir, dass ich sagen würde, dass sie mir gefällt. Insofern muss ich sie wegswipen. Ich kann aber jetzt auch nicht sagen, dass ich die scheiße finde, aber die Orsons kennen nicht viel von den Orsons. Okay. Sorry. Den habe ich mir bewusst ausgesucht, weil ich habe recherchiert in unserer Datenbank. Denn du hast uns mal ein Interview gegeben, damals 15 Fragen an Clouseau. Mhm. Und da hast du uns erzählt, dass du farbenblind bist. Stark farbenblind. Ja. Stark farbenblind, wirklich? Ja, das ist, heißt so deutsche Anomalie-mäßig irgendwie. Ich kann viele Farben nicht sehen, aber ist nicht schlimm. Das heißt, wenn du dann nicht alle Farben sehen kannst, kannst du dann besser hören? Ich bin nicht der Devil oder so. Aber wenn Superheld, dann? Dann mag ich eigentlich die Superhelden, die eigentlich gar keine Superkraft haben. Also der Devil kann ja irgendwie Sachen hören, aber Batman ist irgendwie lustig, weil der hat gar keine Superkräfte, der hat nur Geräte. Irgendwie. Und Spider-Man finde ich cool, so als Type. Batman finde ich cool, weil er gar keine Superkraft hat. Dann geht's in die 80er. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Oder Lippo. Habt ihr auch so gut geschlafen, na, dann ist ja alles da klar. Da rennt sich manche auch wegen den Scheiß, den findet er geil und die Orsons findet er scheiße oder was? Was ist mit dem los? Ja, nee, das ist nicht so, dass ich jetzt aufstehe und den Song hören möchte, aber es ist irgendwie lustig. Doch, lustig ich kann mich daran erinnern, dass ich den gesungen habe, als ich klein war
Und da kommt eine Stelle drin vor, die Pornosammlung hat sie auch geklaut. Mhm. Und ich war so jung, dass ich gar nicht verstanden habe im Fernlage, was Pornosammlung heißt. Aber dass die immer so laut gelacht haben alle, dass ich die Pornosammlung förmlich geschrien habe. An die Pornosammlung. Damit alle irgendwie, weil ich wusste, die werden alle darauf lachen. Und du warst jetzt da? Genau, ich war der kleine Kinderstar. Schon als, da gab es Clouseau ja noch gar nicht. Nee, da gab es Clouseau. Noch nur den wirklichen Clouseau, den Inspektor Clouseau. Nee, gab es da noch nicht. Da war ich 7 Jahre alt oder so. Wir haben ihn geswiped, wir fanden den beide gut, ne? Ja. Ja, ich mach direkt mit, ich find den riesen gut. Ja. Neuer Song. Kenn ich nicht den Song, weiß ich nicht. Wie findest du den? Find ganz gut. Ja? Diese gepitchte Schlumpfenstimme, was soll der Scheiß, aber ansonsten ganz geil. Ja? Hast du bei dem Akustik, was du hier aufgezeichnet hast, das eigentlich vom Handy abgespielt? Ich hab das gesampled. Genau, ich habe das, also das kannst du mit Maschinen, kannst du das irgendwie dranhalten und dann aufnehmen und dann wieder abspielen. Und wir haben gestern so einen kleinen Beat gebaut. Ach so. So eine kleine, ich dachte schon, du hast so einen Schlumpf in der Tasche. Version von neu. Von was? Ich dachte, vielleicht hast du so einen kleinen Schlumpf im Hemd oder so, der ins Mikro singt. Neuanfang. Es ist nicht zu spät. Ein Satz, den ich mit deinem Album, mit deinem neuen Album immer verbinden muss, mit jedem Song. Hast du so einen? Ich finde, herzlich willkommen, Neuanfang, finde ich schon ganz gut. Okay, dann herzlich willkommen im Neuanfang. Danke dir. Hat mich gefreut. Mich auch. Tschüss. Tschüss.